kostet mich nochmal nur eine andere Stufe. Das sind die, die wir davor auch besiegt haben. Und dann ganz am Schluss kommt er selbst. Also 5 Stufen sind in diesem Plan inbegriffen. Deswegen Ja. sollte ich jetzt schon mal vorsorgen dafür, Wir müssen kämpfen. ihr alle viel Mana habt. Statt wegzurennen, lieber weiter Ich werde angreifen. verteidige dich. Hat Ich einfach bin wieder ein Schützer. widerstanden hier. Deine Magie wird kurz in Prozess mit ihm. Heilung, ich brauche Heilung. Irgendwelche Befehle? So, und danach geht's weiter mit Ich einem werde Fluch der dich schützen. Verwundbarkeit. Hast du ein Hast Problem? Zack, Beenden soll es Schwäche, sein. Schrecken. Alles einfach drauf Ihr wünscht. pappen. So. Denn so geht's am besten. Mit vielen Sprüchen. Nur einen Moment. Immer draufhauen. Morrigan könnte allerdings noch Ich einen verstehe. Illyrium-Trank gebrauchen. Sie braucht ihn ein bisschen häufiger. So, und was ist das jetzt hier für eine Trägheit? Ich weiß es noch nicht so genau. Machen wir trotzdem mal. Nein, keine Wiederbelebung. Ja, so. Gruppenheilung. Der sieht auch so aus wie so ein Magie-Vieh. Zum größten Teil zumindest. Wir müssen zuschlagen. Ich behalte jedoch das Gefängnis später für mich, für die letzte Trägheit. Ah, das geht gar nicht aus der Entfernung. Zack, alles drauf. Auch wenn er gegen das meiste widersteht, das spielt er dann keine Rolle. Solange er nicht gegen alles widersteht. Und wir vielleicht auch nicht immer verfehlen würden. Er braucht noch, sie braucht noch einen großen Trank. Hey, was soll das? Au. Nicht allzu gut. Lass Morrigan in Ruhe. Was soll der Scheiß? So. Morrigan schnell heilen. Na, könnt ihr ihn jetzt mal umbringen, bitte? Oh Gott. Ja, gut. Es ist doof, dass man dann nicht ranzoomen kann am Gegner, um selbst zu sehen, was los ist. Am besten wäre jetzt, glaube ich, eine echte Gruppenheilung. Einfrieren. Hat sie aktuell Ja? nicht. Stellt euch. Todessog. Das kann ich aktuell natürlich auch nicht machen. Soll es sein? Ich verstehe. Teil, sie brauchen noch mehr Mana. Wir brauchen mehr Mana. Nee. Heilung braucht aber aktuell auch niemand. Dann mehr Verteidigung für die Front. Mal schön drauffetzen. Nicht aufhören. Ich versuche gnädig zu sein. Oh oh. Ja, das macht aber nicht allzu viel Schaden. Das würden wir jetzt schon überleben. Wie ihr mal hört. Meine Güte, wie häufig widersteht er denn? Er ist immun gerade. Oh oh. Gruppenheilung ist noch nicht so weit. Puh. Das war eine Menge Schaden, die sie da gerade abbekommen hat. Ach, das ist. Ja, das kann sie nicht überleben, so ein zermalmendes Gefängnis. Sag ich doch. Und ihr fehlt gerade auch Mana, großartig. Dieser Schneesturm. Ah. Ja, so nur einen Moment. Ist da drüben. Wir können aktuell nicht sehr viel machen. Ich kann die beiden hier nur anweisen, jeweils einen Trank zu trinken. Es ist auch noch Feuer dabei gewesen. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor sich? Win, heil dich, bitte. Meine Güte, und ich kann mit dem auch nichts machen hier. Schneesturm ist jetzt übrigens nicht sehr gut. Ich muss irgendwie sofort angreifen. Win. Ich bitte dich. Zieh wenigstens eine Rüstung an.
mehr Heilung auf sich selbst. Steinfaust. Macht der Golem... Ja, geht doch. Ihr habt den Dämon besiegt. Meine Güte. Ich hätte nie gedacht, hätte nie erwartet, dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen. Eurer Leiche? Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Oh. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war. Ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Jede Minute meines Hierseins hat der Dämon der Trägheit mein Leben abgesaugt, um damit den Albtraum dieses Reichs aufrechtzuerhalten. Es ist kaum noch etwas übrig. Ich war nie dazu bestimmt, den Zirkel zu retten. Oder das alles auch nur zu überleben. Ich sterbe. So einfach ist das. Ihr sterbt nicht, ich kann euch heilen. Ich muss doch irgendetwas tun können. Danke. Aber für mich ist es zu spät. Ich fürchte nicht, was kommt. Es heißt, im Tod kehren wir zum Erbauer zurück. Und das ist ja nicht wirklich schlimm. Ich bedauere nur, dass ich den Zirkel nicht retten konnte. Aber ihr? Ihr könnt es. Nehmt die Litanei von meiner Leiche, wenn ihr zurückkehrt. Es ist wichtig. Okay. Das werde ich. Ich bin kein Held. Es war dumm, einer sein zu wollen. Das stimmt nicht. Ihr habt viel getan, um dem Zirkel zu helfen. Je finsterer die Zeiten, desto größer die Heldentaten? Da könntet ihr recht haben. Bevor ich zum Zirkel gebracht wurde, sagte meine Mutter, ich sei zu großem berufen. Zu mehr, als meine Ahnen sich je erträumt hätten. Hoffentlich habe ich sie nicht enttäuscht. Das habt ihr nicht, Nial. Sie sind sicher sehr stolz auf euch. Wir müssen uns jetzt beide auf den Weg machen. Vergesst die Litanei von Adrala nicht. Nun zählt nur noch der Zirkel. Okay. Danke und lebt wohl. In Freundschaft. Lebt wohl. Naja, lieben. Ruht in Frieden, sozusagen. So schnell wie möglich. Erstmal ist Liliana aufgestiegen. Niemand hat Mana. Naja. Morrigan hat schon etwas Mana. So schnell wie möglich schon unterwegs. Die Litanei von Adrala mitnehmen. Adrala. Gegenstand hat einen einzigartigen Effekt. Finde die Litanei, um den Zirkel zu retten. Sofort, sofort. Ich möchte jetzt erstmal aufsteigen. Etwas mehr Willenskraft und eine Konstitution mehr. Also meisterhafte Kampfausbildung ist immer gut. Gnadenstoß, tödlicher Schlag. Das hatten wir alles schon mal. Die Verstohlenheit, Ablenkung. Mit windelregenden Gesten gespickte Vortrag. Das Baden soll sein Publikum ablenken und verwirren. Das Ziel vergisst, gegen wen es kämpft und verliert die Orientierung, wenn es bei einer Prüfung seiner mentalen Widerstandskraft scheitert. Klingt doch ganz nett. Gut, dann können wir auch mal, glaube ich, die Pausierung wegmachen. Ist alles voller Leichnam. Natürlich. Bevor ich irgendwo, bevor ich die Litanei anwende, durchsuche ich erstmal alles. Denn, Loot Not Leveln ist wichtig. Und ohne XP geht das kaum. ja, ich habe halt zu viel davon gehört. Kapuze des Libertarianers. Mana-Regeneration. Klingt alles ganz nett. Noch ein Buch. Stapelbücher. Habe ich bald alle Zettel? Wer darf uns nicht entkommen? Hey, Drachen. Hallo, Drachen. Was macht ihr denn hier? Ich würde mal sagen, alle angreifen. So soll es aus. Verdammte Drachen hier.
Na voll. Also, Eis müsste denen ja eigentlich wirklich Schaden zufügen, oder? Das war zu weit weg. Kodex aktualisiert. Drachenjunges. Frisch geschlüpfte Drachen sind ungefähr so groß wie ein Hirsch und enorm hungrig. Da kann ich irgendwie glauben. Zack, Gruppenheilung. Ach, wie niedlich die sind. Narren! Ich finde so süßig, was das alles für Schaden da gibt. Die ganzen verschiedenen farbigen Zahlen zeigen das an. Hey, an die Truhe kommen wir auch so. Wieder was für ein Mabari. Naja, kann ich mir vorstellen. Hier werden irgendwie die Tiere gehalten. Klingt irgendwie auch sehr merkwürdig. Ich habe vergessen zu speichern, bis gerade eben. Okay. Schauligkeit der Trägheit. Einfrieren sollte funktionieren. War ja klar, dass sie uns in den Rücken fallen. Sollte auch nicht wirklich schlimm sein. So, auf wen? Dann auf die Abstäulichkeit. Und zwar alle. Ja, natürlich. Na komm. Übrigens nicht Schilddeckung, sondern lieber die beiden Fähigkeiten. Irgendwelche Befehle? Und der ist tot, oder? Ja. Auf den nächsten. Ja, so nur einen Moment. Hunger. Ist auch okay. Hey, die sind gerade irgendwie auf uns zugegangen. Hier, frier auch du ein. Ja, da kommt ja noch einer. Heilen wäre ganz lieb. Wieder von allen. Zu freundlich. Kana. Blitz ist das Bolzen. Ja, Blitz wäre ja auch mehr Blitzschaden. So. Können wir erstmal hier drin gucken. Ich will zur Geistform wechseln, um zu gucken. Hey. Da. Eigentlich ist das andersrum. Na, egal. Oh mein Gott, schon wieder. Wir müssen hier eigentlich dann später nochmal zurückkehren, wenn sie die höchste Fähigkeitsstufe hat, was los geht's. Schlösserknacken angeht. Bin schon unterwegs. Langschwert aus Viridium. Nicht schlecht. 9,1. 2,6%. Ach, ich muss das dann mit Runen verbessern, dann kann ich mir das auch alles mal besser vergleichen hier. Huh? Noch ein Lebensstein. Erlaubt ihr? Na komm. Ich könnte das wieder machen. Falsch. Oh mein Gott, noch so eine Truhe. Hier ist ganz schön viel. Ich glaube, das ist jetzt die vierte oder so. Die ich so nicht aufgeknackt bekomme. Wenn es jetzt wieder... Ah, ich drücke immer F3. Ah, so, jetzt haben wir es aber. Natürlich. Eine Falle. Na, macht ja nichts. Wir können ja auch einfach mal... Geistschlag machen. Oh, es hat aus irgendeinem Grund nicht so gut funktioniert. Das sind aber eine ganze Menge Gegner. Höherer Dämon. Hm. Eine Gruppenheilung ist angebracht. Höherer Dämon. Wo ist der denn? Das ist noch ein... Wow. Ich kann nicht so genau ausmachen, wo wer ist. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er irgendwo da drin schon sein wird. Den Schaden schon verdient, den er jetzt abkriegt. Unglaublich. Wir kriegen gerade alle ziemlich viel Schaden. So. Achso, viele sind auch nicht mehr übrig, ja? Aber diesmal könnte jemand sterben. Das nehme ich eigentlich schon an. Gruppenheilung können wir nämlich aktuell nicht wirken. Aber wir haben ja ein paar Wundumschläge gefunden. Die können ja alle mal nehmen. Jedes Mal rutsche ich ein Stück tiefer. Zack. Weiter geht's. Diana könnt ja mal Ablenkung machen. Löscht sie auf!
im Kampf alle möglichen Fähigkeiten einfach drauf anwenden. Dann ist der nämlich auch platt. Wir können uns den nächsten vornehmen. Kreisschack funktioniert leider nicht allzu häufig. Eine Gruppenheilung wirken. Ist ja nicht genug Mana. Überwinden funktioniert tatsächlich sehr gut. Und Liliana steht hinter dem Schatten. Mehr Schaden. Gar nicht schlecht. Ui, genau ein starker Wundumschlag. Ja. Und nochmal drei Wundumschläge. Okay, es hat sich also schon gelohnt.